Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rogue Legacy. Wir haben beim letzten Mal einen relativ erfolgreichen Feldzug geführt im New Game Plus und dürfen uns jetzt dem Endboss des Spiels stellen mit einem wunderbaren Spellsword, der mit Messer, also mit dem Dolch ausgestattet ist, was eigentlich die ideale Voraussetzung ist, um gegen diesen Boss zu bestehen. Wie wir beim letzten Mal gemerkt haben. Und ja, die Story kennen wir, die haben wir schon alle weggeklickt und so. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr jetzt reinschalten solltet, guckt euch das LP von vorne an. Dann kriegt ihr die Story mit und auch viele weitere schöne Sachen dieses Spiels. Es ist so unglaublich, wir haben den Magic Damage nicht allzu hoch gehauen, aber guckt euch mal an, wie viel Schaden wir damit machen. Ein Schlag, 90 Schaden, einmal ein Dolch reingepfeffert, 270 oder so. Also es ist extrem, ja, das ist richtig heftig. Also, ich muss ihn dreimal schlagen, um so viel Schaden zu machen wie mit einem Dolch. Das ist schon, also, da merkt man die Dimensionen des Spellswords. Und ich glaube, wir haben Magic Damage und Attack Damage nicht großartig unterschiedlich gelevelt. Ist jetzt natürlich super, dass ich, obwohl ich kein Leben verloren habe, direkt in einer Hähnchenkeule spawne. Aber nichtsdestotrotz wird dieser Boss extrem einfach werden, wenn man sich bedenkt, und das ist halt der große Vorteil, den man jetzt im New Game Plus hat, wenn man denn mal halbwegs gut gelevelt ist und keine keine Sorgen mehr gegen den Boss irgendwie hat, kann man hier sich auch einfach mal so ein paar, fuck, das wollte ich gar nicht, ich wollte sagen, Mana-Tränke ein bisschen stehen lassen, genau, und auch die Hähnchenkeulen kann ich mir auch stehen lassen. Und jetzt habe ich im Prinzip runtergehauen, ohne dass er irgendwas machen konnte. Ja, also, ich bin, glaube ich, keiner Attacke ausgewichen. Und das ist halt so ein bisschen das Manko, was man diesem Spiel definitiv zuschreiben kann. Insbesondere im New Game Plus, die Bosse sind einfach viel zu leicht. Guckt euch das an, also, ist ein bisschen traurig. Zumindest gibt's gut Geld. Wir kriegen auch schon 25 Gold pro Münze. Warum auch immer 25? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Eigentlich sollten wir nur 20 kriegen, oder? Naja. Hier jetzt jedenfalls nochmal der wunderschöne Abspann. Der Gradiator, den wir auch bisher noch nicht so häufig gesehen haben. Und jetzt prägt euch mal ein, was es hier für Gegnerfolgen gibt. Denn, ja, wie wir schon gemerkt haben, wurde jeder Gegner vom normalen Spiel zum New Game Plus aufgestockt. Der Flamelock wurde zum Blazelock. Der Frosten wurde zum Eisen, der Earthsor wurde zum, ich hab's nicht mehr lesen können, Gravisor, glaube ich? Ich glaube, sie hieß ein Gravisor. Der Zombie wurde zum Zomboner. Ja, und dreimal dürft ihr raten, was im New Game Plus 2 passieren wird. Das ist jetzt wirklich nichts mehr, was fern liegt, auch wenn ich es vielleicht schon leicht gespoilert habe, aber ich denke, das ist jetzt alles auch nicht so nachteilig für diesen Spielfortschritt. In jedem Falle, wir haben es jetzt gesehen, New Game Plus, schwierig reinzukommen, sobald man einmal einen Fuß drin hat, alles leicht zu bewältigen. Und das ist im Prinzip das, was, ja, was so ein bisschen traurig macht. Also, ja, keine Ahnung, die Bosse hätte man definitiv noch ein bisschen stärker gestalten können. Vielleicht auch mit einer Champion-Variante, ja, okay, neue Bewegungsmuster, ist schwierig da, sich was zu überlegen, klar. Aber vielleicht einfach noch ein paar Level höher, dass man auch deutlich mehr noch in sie reinkloppen muss. Also, weil, wenn man jetzt sich jetzt das anguckt, ich meine, ich hatte sogar noch Hähnchenkeulen da rumliegen, ja. Ich bin im Prinzip mit vollem Leben aus diesem Bosskampf rausgekommen. Und das soll nicht sein, ja. Also, das ist ein bisschen overpowered. Gut, wir haben natürlich auch eigentlich den besten Charakter für diesen Bossfight genommen. Das sei an dieser Stelle auch nochmal erwähnt. Weil ich glaube, der Magieschaden, egal von welchem Geschoss, ist immer gleich hoch. Wenn ich mich da nicht täusche. Ein paar von den Kreaturen haben wir auch noch gar nicht gesehen, wie man hier vielleicht in der Statistik so ein bisschen erkennen kann. Und ich weiß jetzt auch endlich, wie man Spike Traps erledigen kann. Ich weiß nicht, ob die schon da waren. Wenn nicht, müssten sie gleich kommen als... Ja, da unten. Wall Turrets und Spike Traps kann man nur töten, wenn man Damage Return Rüstungen anzieht, was ich bisher noch nicht getan habe. Ich habe gehört, das ist eigentlich auch gar keine schlechte Sache, insbesondere dann, wenn man sehr viel Leben geskillt hat. Bei Armor ist das, glaube ich, das Problem, wenn man Armor gleichzeitig skillt, dann
kriegen die Gegner, also kriegt man selber weniger Schaden und die Gegner auch weniger Damage Return. Während wenn man nur Leben skillt, kriegt man viel Schaden, aber es macht nicht so viel vom Maximalleben aus. Das bedeutet, wenn man sehr viel auf Leben skillt, lohnen sich die Damage Return Sachen mehr. Wenn man sehr viel auf Armor skillt, und das haben wir eher gemacht, dann lohnt sich's in erster Linie auf die normalen, in Anführungszeichen, Sachen zu gehen. Ich spiele auch ein bisschen einseitig, muss ich sagen. Also man kann mit Sicherheit hier noch sehr viel rumprobieren. Ist mir allerdings ein bisschen umständlich, muss ich sagen. Ich mag das Spielgefühl so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spielgefühl besser wird, wenn ich andere Sachen ausprobiere. Ich bin nun mal nicht der Spieler, der sagt, okay, ich lasse mich jetzt treffen und nehme mir dann die Belohnung dafür, dass ich die Gegner mit einem Damage Return töte. Nein. Simply no. Keine Ahnung. Ich will dafür belohnt werden, dass ich gut spiele und nicht, dass ich schlecht spiele. Ja, also es ist ja keine Belohnung in dem Sinne, weil man kann sie auch so töten und es lohnt sich auch mehr, sie so zu töten. Nichtsdestotrotz, hätte ich das eigentlich wegklicken können? Nee, ich glaube, den Abspann kann man tatsächlich nicht wegklicken. Was im New Game Plus 7 dann irgendwann auch ein bisschen lästig wird, weil dann hat man es immer schon häufig gesehen. Timeplate 18 Stunden. Das ist erstaunlich, wie lange ich hier schon in dem Spiel verbracht habe. Und 73 Kinder. Naja, ich glaube, ich hatte deutlich über 100 bei meinem ersten Playthrough. Also von daher ist das jetzt keine Schande. Haben wir hier eigentlich noch irgendwas, was wir uns sinnvollerweise... Ja, hier sind jetzt die Hold... Ah, hier hinten? Ach nee, das ist... Genau, hier sind plus 50 Damage Return. 50%. Das wären dann solche Möglichkeiten. Aber hier haben wir, glaube ich, schon die besten Sachen. So ungefähr plus 3 Fliegen. Könnte man sich natürlich auch mal überlegen. Ah ne, plus 2 Vampirism beim Cape, das ist super. Das will ich eigentlich gar nicht aufgeben. Dann leveln wir weiter Stats, würde ich sagen. Ja, ne? Was leveln wir denn mal? Ich würde fast sagen, wir können auf Armor gehen. Mal wieder, weil mein Leben stimmt mich eigentlich recht positiv, muss ich sagen. Wobei mein Angriff ist halt auch... Könnte man durchaus mal höher gelevelt haben. Ich kann sowieso nur 5-mal drauf kloppen. Dann machen wir... Nein, nicht Equip. Ich wollte gar nicht Equip machen. So ein Rotz. Machen wir nochmal Armor. Ja, machen wir alles so ein bisschen. Kriegen wir jetzt noch einen? Ja, wir kriegen unten noch Mana zum Beispiel. Ja, lohnt sich jetzt nicht so ganz. Kriege ich für 800 noch irgendwas gekauft? Hier irgend so ein Gammelschwert, so ein Gammelhelm, so Gammelrüstung, nee, so ein Gammellimps, nee, so ein Gammelcape, bitte? Nein? Okay, schade. 800 Münzen ist offenbar, nee, die Runen, die kosten jetzt auch alle schon 1750. Die will ich natürlich eventuell irgendwie auch noch alle kaufen, wobei es eigentlich schwachsinnig ist, wenn man seine Runenkombination hat. Im Übrigen, ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, links unten sieht man noch tatsächlich, was für Runen wir angelegt haben, also... Das erste, was man da sieht, ist die plus 1 Siphon und plus 1 Vampirism Rune. Das zweite ist Doppelsprung, das dritte ist Dash, das vierte ist Gegner werden stärker, dafür auch mehr Loot und das fünfte ist nochmal Vampirism. Und ich glaube, das ist auch die Kombination, die ich so bevorzuge. So, und jetzt kommen wir ins New Game Plus 2 und ja, jetzt sehen wir hier... Hurra, alle Champions haben sich weiterentwickelt zu Doppel-Champions und jetzt wird das Ganze episch behindert, wie man hier vielleicht schon so ein bisschen erkennen kann, denn die Doppel-Champions, insbesondere die Augen, sind nicht lustig und halten auch eine ganze Menge aus. Wow, okay, dass das so krass wird, hätte ich jetzt nicht mal unbedingt erwartet. Nein! Kriegt sie halt nicht mehr, also die Schläge machen jetzt mittlerweile kaum mehr Schaden. Die Wall Turrets, wie man vielleicht gesehen hat, die verfolgen mittlerweile dann auch schon. Und die Tatsache, dass diese Augen eben durch Wände schießen können, ist so unglaublich mächtig. Fuck. Fuck, oh mein Gott. Was geht hier vor sich? Nee, also da sehe ich jetzt wirklich gerade noch kein gutes Weiterkommen. Das ist halt jetzt einfach nur durchgeschnetzelt und hoffen, dass man nicht drauf geht. Was ist hier oben eigentlich? Ist hier oben noch ein Gegner? Dieser Raum ist halt auch... Das ist halt das große Problem im New Game Plus. Je größer... Also im New Game Plus 2 auch. Im New Game Plus natürlich auch. Je größer die Räume, desto schwieriger. Und zwar wesentlich schwieriger als im... im entsprechenden... Ja, der kann jetzt auch ein bisschen mehr. Als im entsprechenden... Ach, hier ist noch einer. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Mein Gott.
Wow. Okay, dem hauen wir nochmal so welche rein, genau. Ja, irgendwie kommt man durch, aber ihr seht, das ist alles andere als souverän hier, also. Und das ist schon wieder im Schloss, ja, das ist halt wieder das Traurige. Du kommst rein, wieder im ersten Gebiet, das Schloss, und verkackst halt unglaublich hart. Mit dem Spellsword jetzt geht es sogar noch, das ist das Problem, was wir haben. Also ich würde sagen, wenn wir jetzt Axt gehabt hätten als Spellsword, wären wir ein bisschen besser dran gewesen. So, hier haben wir jetzt auch die Doppel-Champions, die Glacians. Die jetzt auch gar nicht mal so... Ja, toll. Danke. Ja, das war klar, dass ich davon getroffen werde. Davon muss ich aber nicht zweimal getroffen werden. Wieso zum Geier passiert sowas hier? Nee, das war klar. Sind einfach zu viele Sachen, die auf einmal rumfliegen. Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der tatsächlich alles von den Dingern hier auch so ein bisschen einschätzen kann. Ich kann es, glaube ich, nicht. Also wenn's... Ich sag mal, wenn man Gegner hat, die nicht durch Wände schießen, dann geht es halbwegs. Ja, aber wenn man Gegner hat, die durch Wände schießen, insbesondere dann auch noch von unten, was soll denn das? Meine Fresse. Dann wird es halt richtiger Abfuck teilweise. Wenn man die Gegner dann auch nicht in die Wände irgendwie drängen kann und der schießt jetzt auch noch von unten durch die Wand. Ja, das habe ich gesehen und das ist einfach ein totaler Abfuck, wie man gesehen hat. Also, ja. Und jetzt kann man sich vielleicht so ein bisschen denken, warum ich auf Spellswords ganz gerne gehe, weil ohne Piercing-Magie ist das hier extrem hart. Also, ich glaube, das sieht man. Ein Archmage mit... Ja, wir nehmen mal einen Archmage, komm, warum nicht? Beim letzten Mal haben wir ja festgestellt, dass die gar nicht mal so schlimm sind. Trotzdem kriegt man ordentlich Kohle, das sieht man, glaube ich, auch. Das stimmt dann wieder so ein bisschen positiv. Hier unten 2000, 4000. Ja, das machen wir so und so. Perfekt ausgenutzt. Das Ganze ist auch erstaunlich, wie wenig Mana wir haben. Wenn der Archmage mittlerweile schon fast so viel Mana, fast so viel Leben wie Mana hat. Also wir haben schon gut auf Leben geskillt. Ja, wow. Der Archmage hat auch ungefähr die schlimmsten Magien, die es gibt. Das ist nicht so geil. Ich kann jetzt hier so ein bisschen... Ja. Hier haben wir übrigens dann noch so einen lustigen Gesellen. Ich glaube, wir müssen... Wow, das wollte ich gar nicht. Genau, wir machen mal sowas hier. Verreckt mal alle bitte. Danke. Das ist... Also ohne das Feuerrad wäre ich hier schon mega aufgeschmissen gewesen. Ja. Die Feuergegner im Plus-2-Modus finde ich eigentlich gar nicht mal so heftig. Da fand ich die im Plus-1-Modus schlimmer, muss ich ehrlich gestehen. Weil die Kugeln hier sind einfach so langsam, da kann man wieder mal ganz gut ausweichen. Ja, das ist zumindest mal wieder was Positives. Die meisten Gegner werden schlimmer. Ich finde, die Solocs werden nicht wirklich schlimmer. Also, wenn viele Gegner auf dem Screen sind, sind sie vielleicht doch noch ein bisschen schlimmer. Der schießt durch die Wand. Ich hasse es. Warum tut ihr das? Und ich kann ihn noch nicht mal... Moment. Probieren mal was. Nee, das ist... Funktioniert nicht im geringsten. Ja, und jetzt mache ich wieder sowas hier. Ja. Ja. Also man fühlt sich schon leicht eingefärcht. Ich glaube, das sieht man. Man hat nicht mehr viel Bewegungsfreiheit. Das sind halt auch... Das ist halt die Sache. Ihr müsst euch vorstellen... In der Burg hat man so im Durchschnitt echt die meisten Gegner. Wow. Das ist vielleicht nicht so gut, was ich hier tue. Ah. In der Burg hat man, wie gesagt, im Durchschnitt die meisten Gegner. Und wenn man sich vorstellt, dass jeder von diesen Gegnern im New Game Plus jetzt eben zu einem besonderen Gegner wird oder zu einem stärkeren Gegner. Jetzt kriegen wir 25 Gold. Wieso habe ich denn davor schon 25 Gold bekommen? Das verstehe ich nicht ganz. Ja, wir spammen einfach unser Mana raus. Es hilft ja nichts. Also, unser Leben sieht schlechter aus. Deshalb. Ja, das wird jetzt wieder eine große Eingewöhnungsphase für den Anfang. Aber wie gesagt, warum haben wir... Wow, das sind übrigens die Zombies im New Game Plus. Ach ja, ich kann nicht auf den Regalen stehen. Ich habe vergessen. Die lassen sich auch nicht zurückschlagen. Sollte an der Stelle vielleicht mal erwähnt werden. Die kann man zwar so ein bisschen, aber wie gesagt, man kann sie eben nicht zurückschlagen und sie machen einfach übertriebenen Schaden. Das ist nicht lustig. Ja. Man sollte lieber sein Mana rausspammen, wenn man ein Archmage ist. Ich habe es schon wieder nicht wirklich
mir zu Herzen genommen. Die Bilder im New Game Plus 2, ihr seht es vielleicht auch, die schießen jetzt mittlerweile auch noch schräg nach oben. Zur Seite, genau. Vorher haben sie nach oben geschossen, jetzt schießen sie zur Seite. Haben wir vorher so auch nicht gesehen. What the fuck? Okay, du bist kein bisschen schwer. Sowas lobe ich mir dann natürlich. Wow, wieso? War da ein Bild. Das habe ich offenbar mit den Sensen getriggert. Und es sieht dann auch immer ein bisschen... Oh, ja, ein Spellzorn mit der Axt. Jetzt geht's rund hier. Jetzt ist Polen offen. Oder das New Game Plus 2. Kriege ich das irgendwie sinnvoller verwertet? Wenn ich hier zweimal rein tue, ich glaube, das wird nicht sinnvoller. Machen wir lieber einmal Armor. Ich würde Armor ganz gerne möglichst schnell auf Max bringen, weil ich mag das, wenn Armor möglichst schnell auf Max ist. Ich weiß nicht warum, vielleicht ist es auch vollkommener Schwachsinn, das so zu machen. Aber ich bin mir unsicher in der Hinsicht. Ich habe in letzter Zeit auch wieder viel zu viel Lamulana gespielt, deshalb habe ich das mit dem Sprinten wieder überhaupt nicht mehr raus. Deshalb habe ich eben gegen den Zombie auch so grandios versagt. Okay. Das ist jetzt zum Beispiel interessant. Wir haben hier keinen New Game Plus Gegner. Nee, das lassen wir lieber. Wir haben hier keinen New Game Plus 2 Gegner gehabt, sondern nur die normalen New Game Plus Gegner. Warum? Weil das so ein festgelegter Raum ist, sage ich mal. Ja, du stehst ungünstig. Und jetzt habe ich halt den großen Vorteil, wenn ich Räume von oben angehe, kann ich hier sowas machen. Gut, es trifft zwar nicht immer, es trifft nur in seltensten Fällen, es trifft nie. Hallo? Ja, jetzt habe ich keinen Mana mehr. Wow. Okay, komm du mal nach oben. Und ich kann den Gegner sogar hart zurückschlagen. Was mit der Axt? Ich weiß nicht, ob es so gut ist. Zacka, okay. Auf jeden Fall haut die Axt rein. Man kann von oben Gegner töten, das ist eine super Sache. Ja, bei den Rittern habt ihr vielleicht gesehen, was die machen. Die können mittlerweile jetzt so ein... ja, noch häufiger einfach auf den Gegner zustürmen. Wow, 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 hier will ich eigentlich gar nicht rein. Ja, okay. Die Ritter können noch häufiger auf den Gegner zustürmen. Diese Gegner hier, die können jetzt... Wow, das war echt dumm. Die können jetzt auch schräg nach oben noch feuern. Ja, und nur das eine, okay. Wir machen halt zumindest Schaden im Vergleich zum Arc-Mage. Das ist schon mal halbwegs positiv anzumerken. Wow, auch wenn ich dann trotzdem noch Schaden nehme, aber ich würde mich ganz gerne mana-technisch noch ein bisschen auffüllen. Braucht man definitiv. Aber die Axt ist halt toll, weil einerseits Piercing, andererseits kann ich Räume davon sowohl von unten als auch von oben angehen. Das ist eine super Sache. Tschüss. Und endlich mal Räume, wo man nicht irgendwie... Ja, und genau, man kann auch den Gegner eben dreimal treffen. Das ist halt auch noch so eine schöne Sache. Wenn sie nicht gerade zurückfliegen aus irgendwelchen Gründen... Wow, und er kann sogar nach unten schießen, wie man da gerade gesehen hat. Das ist auch nochmal leicht neu. Also sie können schon eine ganze Menge hier, die New Game Plus 2 Gegner. Das muss man sagen. Ich bin auch... Irgendwann war ich mal da drin und wusste, konnte die Bewegungsmuster von nahezu allen so ein bisschen nachempfinden. Das ist ungünstig. Ja, das ist noch ungünstiger. Wow, wieso denn zwei von denen? Oh mein Gott. Immerhin. Ja, konnte die Bewegungsmuster auch tatsächlich irgendwann mal... Vielleicht sollte man einfach nicht ganz nach unten fallen. Ne, ich glaube, der Rückstoß gefällt mir jetzt schon nicht. Muss ich sagen. Wow. Und sie können auch schneller zuschlagen und machen unglaublichen Schaden. Das habe ich natürlich vergessen. Tut mir leid.